Sinnefiel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe sinnefiel psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's die Weibchen der deutschsprachigen <laughs> Film-Podcast-Unterhaltung. Damit schon mal ein kleines Foreshadowing zu einem Film, den ich später bespreche. Jein. Weil es ist ja auch ein bisschen Foreshadowing so Richtung Frauenpower, beziehungsweise feministischer Touch. Und den haben wir ja tatsächlich schon seit Monaten immer wieder. Ja, wir stehen ja für Emanzipation mit Betonung auf Mann. Natürlich. Weil wir zwei Männer sind, zwei hetero weiße Heterozis-Männer, weiß nicht nur von der Hautfarbe, auch von der Haarfarbe mittlerweile. <laughs> Und ja, so ist das. Heute gibt es wieder Emanzipation, Feminismus. Frauen sind am Start. Ne? Das ist unglaublich, wie weit es die Frauen geschafft haben. Ich habe letztens sogar eine gesehen, die ist Auto gefahren. Wie bitte? Da ist mir vor Schreck wirklich die Bibel ins vegane Porridge gefallen. Also hm. da muss ich sagen, was die alles machen dürfen und können heutzutage, ne? Das ist unfassbar. Ja, die dürfen ja sogar wählen. Also Die Weibchen. Wir sind weit gekommen tatsächlich. Ja, ich habe gehört, manche machen sogar Podcasts und so Mediensachen. <laughs> also richtige Männerarbeiter. Halt. <laughs> 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 ja, müssen wir hier uns der nächste äh, Sorgen machen, ne, wo wir dann eventuell auf der Strecke bleiben? Ja, die Straße. Aber wo wir hinfahren, da brauchen wir ja gar keine Straße. Oh, sehr ja, da schön. Da gibt es gar keine Straße. Sehr schön. Ja. ja. Wo wollen wir denn hin? Ins Kino. Wir haben tatsächlich aktuelle Kinofilme dabei. Also, ich habe davon einen gesehen. Ach ja, stimmt. Ich wollte gerade fragen, Filme, aber ja, hast recht. Ja. Fangen wir doch an. Mit Wicked Little Letters. Ein Film, auf den ich mich sehr gefreut habe. Kleine, schmutzige Briefe im Deutschen. So heißt er auf Deutsch und ein Film, den ich mir auf gar keinen Fall auf Deutsch angucken möchte. Aber ich finde, es ist ein schöner Titel. Das haben sie gut übersetzt. Ja, der passt. Der passt. Ja. Der ist super. Ja. Trotzdem möchte ich gar nicht wissen, wie die. Und jetzt können alle kommentiert ruhig. Ja, die Synchro ist so super. Die ist, warum nicht auf Deutsch? Guck doch mal viel mehr auf Deutsch. Alman Arim kriegt gerade schon wieder. Richtig hier im politischen Collect, kriegt er Du ja, klingst eher nach Assi, Toni. Ja, ich weiß. Es ist ja. Oh, jetzt hast du dir. <laughs> Verraten. <laughs> Was hast du denn im verraten? Ich habe da schon einige Clips von ihm eingespielt, immer mal wieder. Vielleicht in einem anderen Kontext, aber ja. so langsam sollte man auf den Trichter gekommen sein. Ja, und wozu? Zu Recht. Natürlich. Ja, also voll Asitone, natürlich unser, wie soll man sagen, großes Vorbild. Unser großes Vorbild und natürlich auch He's the hero you deserve. <laughs> die Iteration der Emanzipation. <lacht> ein, <lacht> ein Mensch, der wie kaum jemand anderes für Feminismus steht. Auf jeden Fall. Kümmert sich darum, die die Frauen, hier so ja? zwei, drei, ja. was die immer ja. für DM ja. machen. Ja. Achso, Ach wir waren bei Wicked Little Letters. Ja, ich habe vor, weiß ich einigen Wochen oder Monaten schon den Trailer gesehen mhm. und habe mich bepisst vor Lachen. Ich fand es sehr, sehr lustig. Ja, ist ja auch eine Komödie, ne? Sagt man so, ne? Ja. Aber der hat noch mehr zu bieten als Komödie. Ja, das Satire. Da sanftiere. kommen wir später mal zu. Ja. ja, Drama sogar. Who done it? Anleihen, das ist so ein Krimi sogar. Ja, aber es hat ja auch einen relativ großen politischen Anteil dann am Schluss. Und er ist was? dann auch ein bisschen, ja, nicht nur dramatisch, sondern auch in gewisser Hinsicht traurig. Weil da das eine oder andere Thema angeschnitten wird, wo dann das Lachen auch mal kurz im Hals stecken bleibt. Wird dann natürlich humoristisch irgendwie gekonnt weitergeführt, aber so was Frauenproblematiken, weiß ich nicht, welches Jahrhundert ist das? Das ist 20. Okay. Das ist kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Ja, gut, was halt die Frauenwelt halt mitmachen musste, das wird ja am Schluss hier auch nochmal kurz abgehandelt. Ja, sollen wir mit dem Schluss anfangen? Oder sollen wir erstmal erzählen, worum es geht? Nee, erzähl gerne erstmal kurz, worum es geht. Ja, also der Trailer hat mir sehr gut gefallen, alleine schon, weil äh, Jesse Buckley und äh, Olivia Colman da auf jeden Fall schon äh, gerockt haben. Wie immer, die heißt auch Buckley und nicht Buckley. Wie immer, hier nochmal ein kleiner pädagogischer Hinweis. Und Oliver Coleman kennen wir natürlich aus Serien wie Secret Invasion, ne? Marvel's mm -hmm. Secret Invasion das oder wirklich. Peep Show zum Beispiel. Wobei hier mit Verona Feldbusch. Richtig, Ach. genau. Und Jesse Buckley natürlich aus dem Film Man, denn. Männer sind ja wichtig. <laughs> die geht's hier. Nee, geht's nicht. Es geht um ein äh, kleines äh, Dorf, äh, ne, kleines Städtchen. Little Hampton. Ja, Little Hampton. Und da wohnen jetzt hier die, die Edith. Edith Swan, gespielt von Olivia Coleman, die wohnt neben der Rose Gooding. Mhm. Und die beiden könnten unterschiedlich ja nicht sein. Die Edith Swan ist extrem patriarchisch aufgewachsen und katholisch, christlich zumindest auf jeden Fall. Sie ist unter den Fittichen ihres strengen Vaters, gespielt von Timothy Spall hier. Mhm. Und und natürlich, ja, diesen christlichen Werten, die sie halt, oder kirchlichen Werten, sage ich jetzt mal, die sie so eingetrichtert kommen hat von klein auf. Also, sie ist sehr da, darauf bedacht, immer den Haushalt korrekt äh, zu haben, alles immer schön und äußert sich nur ganz gewählt. Ja, also nicht so wie wir zwei Vollassis, sondern. <laughs> But you call me? Einfach eine saubere Sprache und die Rose Gooding gespielt von Jesse Buckley, die ist halt das komplette Gegenteil. Ne? Mhm. Die ist ein bisschen jünger, die ist energischer, ne? die hat noch richtig Feuer im Hintern, kommt auch aus Irland, wie man unschwer hört mhm. im Original und flucht die ganze Zeit und ist sowieso ein bisschen äh, moderner drauf. Also die hat eine Tochter von einem Mann, der nicht mehr lebt, der ist, wie sie sagt, im Krieg gestorben. Mhm. Und hat jetzt einen neuen Freund. Und laut der Edith ist sie sowieso, hat sie da schon ganz viele äh, verschiedene Männer gehabt. Was? natürlich eine Katastrophe, darf man ja nicht. Eine Hure! Ja, genau, und jetzt, und jetzt hast du so einen schwarzen Freund und so, das ja. wird jetzt gar nicht so thematisiert. Nee, wir wollen es nicht zu politisch machen, wir nee? wollen es ja, nicht zu politisch. Und ja, die beiden verstehen sich nicht so wirklich, beziehungsweise diese Welten prallen immer wieder mal aufeinander. Mhm. Und ja, die Edith bekommt irgendwann halt so wicked little letters. Sie bekommt kleine <laughs> schmutzige Briefe, in denen sie aufs übelste beleidigt wird. Es mhm. ist sehr, sehr lustig, wenn diese etwas was älteren gesetzteren Menschen das dann vorlesen ja. oder auch sie diese ganzen Etipetete Leute mhm. und dann diese Foxy Ass und <laughs> weiß ich nicht was für schlimme Wörter und fucking whore und mhm. was alles beschrieben wird in den Briefen und das anonym ne, bekommt dann die Edith also immer mit Liebe Edith hier die mhm. Edith und sie verdächtigt natürlich sofort die Rose weil die ist ja sowieso eine, die die ganze Zeit rumfliegt. Die verfügt über das entsprechende Vokabular. Und eines Tages nach dem elften Brief oder so wird es ihr dann, wird sie dann zu doll. Hm? Zu bunt. <laughs> wird sie zu bunt, genau. Dann geht sie zur Polizei. Mhm. Und ja, die, also ne, sie beschuldigt dann natürlich auch recht schnell die Rose. Und äh, für die Polizei ist die Sache dann auch relativ schnell klar. Mhm. Denn es gibt nicht wirklich eine großartige Anhörung oder so. Es gibt auch äh, keine Beweisaufnahme, sondern es <laughs> wird. Einfach so schnell eins und eins zusammengezählt ist bekanntlichermaßen drei und zack wird die Rose erstmal in Verwahrung genommen, wie nennt sich das äh, in Untersuchungshaft mm. und dann warten alle auf den ähm, auf, Prozess. Auf den, ja, Trial. Scheiße, ich habe den halt gerade erst gesehen. Ich komme gerade aus dem Kino mm. und habe die ersten englischen Wörter noch im Kopf. Mm. Sorry. Genau. Und dann ist es so ein bisschen ein Whodunit, weil es geht halt darum, wer hat denn jetzt wirklich diese Briefe geschrieben? Denn es gibt eine junge Woman Police Officer, gespielt <laughs> <laughs> von Anjana Vasan. Mhm. Also, die ist nicht nur indischer Abstammung, sondern die ist auch noch eine Frau <laughs> im Diensten der Polizei. Und glaubt, Polizistin sein zu können. Also in den 1920er Jahren, also vor 100 Jahren, undenkbar natürlich. Ja. Und sie darf auch nur so geringfügige Arbeiten verrichten, sag ich mal. Ja, was halt Frauen halt damals nur durften. Genau, also die ist nur so mentaler, äh, mentale Unterstützung, wenn mhm. Frauen dann weinen beim Interview, <laughs> also bei, 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 beim Verhör, ja. oder kocht Kaffee oder sowas. Mhm, genau. Aber sie hat Zweifel daran, ob mhm. wirklich die Rose das gewesen ist. Und sie möchte zum Beispiel die, die Handschrift vergleichen und äh, da Untersuchungen, an, Ermittlungen anstellen. Das äh, passt natürlich den Chefs da, den Männern nicht so sehr und so entwickelt sich dann eine Dynamik, in der eine Gruppe von Frauen sich zusammenschließt und eigene Recherchen anstellt, Ermittlungen und so weiter. Und es geht dann darum, geht auch dann um diesen Prozess, in dem die Rose angeklagt ist. Und viel genau. mehr sagen wir jetzt nicht zur Handlung. Ne? Ja, außer vielleicht noch, dass die Damen, die die Gladys, äh, unsere Polizistin hier, ähm, zusammentrommelt. Äh, das sind eigentlich alles bekannte Freundinnen von der Edith. Ja, genau. genau. Und die sind der Jesse, die sind der Rose natürlich erstmal so ein bisschen eher schlecht gesonnen. Also sind halt eher auf der Seite der Anklägerin. Ja, die sind auf jeden Fall äh, auch skeptisch. Und mhm. ja, dann geht es halt viel um Fluchen. Also es ist, ist deshalb <laughs> lustig, weil halt diese Welten aufeinander prallen Und das ist mit einem super Timing und vor allem dem wahnsinnig guten Schauspiel von Oliver Coleman und Jesse Buckley geschuldet. Aber auch mhm. eigentlich alle Nebenrollen sind wirklich äh, top besetzt. Und herrlich, gut, gutes Timing, was halt die Line Delivery, scheiße Mann, wie heißt das denn? Die, also auf jeden Fall... <laughs> Das ist ein gutes Timing, was es angeht, halt die Dialoge vorzutragen. Mhm. Also sind auch ne, gute Schauspieler einfach. Und ja. das ist witzig. Und dann kommt es aber auch, wie gesagt, es gibt es gibt dann so diese, diese Ermittlungen. Ja, Wer wir, wir könnte es gewesen sein? Das also ist halt auch so ein bisschen, bisschen spannend. Also man kann so ein bisschen miträtseln. Ja. Wenn man da vielleicht auch Schnell drauf kommen könnte. Ja, ja. Aber das ist ja nicht das Entscheidende. Nee, nee, gar nicht. Es ist halt wirklich dann die Motivation, die hinter diesen Briefen steht. Das ist halt super interessant. Mhm. Da kommt es dann auch wieder auf die eben auf die Pol in sogenannte politische Ebene, wenn es um Patriarchat und so mhm. weiter und so fort geht. Oder auch, und das fand ich halt bei der bei dem Prozess gegen Ende sehr schön, dass da zum Beispiel auch so die Auswirkungen eines Strohmann-Arguments mal gezeigt werden. Mhm. Ja, also wie das ist, wenn man zum Beispiel, ich will nicht zu viel verraten, mhm. ich möchte es nicht im Detail verraten, aber zum Beispiel, es geht um die eine Sache und dann kann man der Person aber etwas anderes nachweisen, mm. wo sie vielleicht nicht ehrlich war oder so mm. und dann ist das auf einmal ausschlaggebend dafür, dass sie dann das andere getan hat. Ja, aber ich glaube, das funktioniert halt auch nur in Ländern, in denen so ein geschworenen System hast. Das funktioniert aber auch im Internet sehr gut und deswegen so, ja, ja, ist dieser gut. Film halt so passend, weil äh. das auch sehr unsere Gesellschaft heutzutage äh. widerspiegelt, wie wir auch dann schnell äh, urteilen online und auch mal wicked little comments schreiben <lacht> <lacht> und Leute angehen. Und mhm. so weiter und uns erstmal nicht interessiert, was das mit denen macht, denn es hat ja natürlich auch hier ganz äh, fatale Auswirkungen. Mhm. Oder zumindest einmal eine sehr fatale Auswirkung. Und da hat dann der oder die Verfasserin der Briefe nicht mitgerechnet. Ja, aber freut sich trotzdem. Ja, und es ist halt trotzdem irgendwie nicht mehr aufzuhalten. Mhm. Wie gesagt, ne, Strohmann-Argumente und Verleumdungen und, und, und solche Sachen. Ne? Also, die, die, das gibt es ja auch heute alles. Aber gleichzeitig erzählt es dann auch so diese emanzipatorische Geschichte von, von Frauen, die sich halt so Ersetzen, die ja auf der Suche nach Gerechtigkeit und der Wahrheit sind. Ja, die sich vor allem halt auch gegen das Patriarchat auflehnen. Klar. Und so ist für mich tatsächlich auch so ein bisschen die Gladys Moss, ähm, mhm. hier die, die, die Polizistin, für mich so das Dreh- und Angelstück. Also im Fokus haben wir natürlich schon den ja in Anführungsstrichen Rosenkrieg zwischen Rose und Edith, aber mhm. Gladys verbindet das alles durch ihre Recherchen. Wir verfolgen quasi sie ähm, und ihre Recherchen. Beim Herausfinden, was halt jetzt Sache ist, wer die Briefe aus welchem Grund geschrieben hat. Ja. Aber letztlich ist es halt ein wunderbares weibliches Trio, dem wir hier folgen. Ne? Cast, wie du ja eben auch schon gesagt hast, bis in die kleinsten Nebenrollen, cool besetzt. Timothy Spall als der Vater äh, fand ich auch großartig. Oberpatriarch. Genau, der dann auch äh, sein Fett wegkriegt wobei man hier sagen muss, dass viele hier Fett wegkriegen. Mhm. Ähm, da ist es aber tatsächlich ähm, nicht so, dass nur die Männer Fett wegkriegen, ja. sondern halt auch die eine oder andere Frau. Und das ist ja das Schöne. Ne? Das ist genau. jetzt kein reines Männerbashing. Ja. Und vor allem ist der Film halt auch zeitlich vor 100 Jahren mhm. gesetzt. Ja, das finde ich nämlich manchmal schwierig, wenn man das dann heu auf heute bezieht und dann immer so Problemchen. Also es gibt ja wirklich Filme oder auch äh, andere Medien wie Bücher und so, die thematisieren Sachen. Da denke ich mir so: Ach Leute, das war vor 20, 30 Jahren schon nicht mehr so. Mhm. Ne? Also so so schlimm ist es dann auch nicht mehr. Und hier passt das, weil es eben zu der Zeit passt, weil es eben da genauso war. Ja. Wenn nicht sogar noch schlimmer. Also ja. der, der Cast ist ja trotz dessen oder trotzdem schon ziemlich divers. Mhm. Ne, wenn wir hier einen äh, schwarzen Richter haben und eben den schwarzen Freund, es sind halt auch nicht alle Männer Arschlöcher. Ne? Genau. Also der, der Freund von Rose zum Beispiel, der, ist ja, der wird ja hier durchaus positiv gezeichnet. Genau, der Bill. Genau, und ich finde, das funktioniert da schon ziemlich gut. Auf jeden Fall. Aber letztlich ist es halt wirklich ein emanzipatorisches. Pamphlet äh, gegen Unterdrückung, aber auf humoristische Art und Weise. Ja, so britisch wie es geht. Ja, genau, so dass halt auch der letzte, letzte Vollpfosten, selbst wenn er es nicht versteht, irgendwie noch was mitnimmt, weil es einfach fucking lustig ist, wenn vor allem die Gladys dann halt gegen ihre Kollegen wettert, die dann am Schluss irgendwie auch noch ne, den großen Erfolg äh, sich zuschreiben wollen, obwohl wir halt wissen, die ganze Arbeit hat sie halt gemacht. Das wollte ich auch noch sagen. Gladys Vater ne, war ja Polizist. Mm. Und das ist ja auch sowas, ne, also wieder eine positive männliche Figur, ne, Und sie eifert ihrem Vater nach mm. und nimmt dafür ja auch Sachen in Kauf, von denen ich zum Beispiel gar nicht wusste, dass es das dann so ist. Mm. Ja, dass er äh, weibliche Polizeibeamtinnen dann eben nicht, dass die einige Sachen dann nicht durften. Äh. Ne, und ja, es ist äh, schön, wie sie trotzdem innerhalb des Systems, ne, was natürlich diese Grenzen vorgibt, sich aber dann dennoch behaupten können. Es ist ja nie, dass jetzt irgendwie was. Es ist keine Revolte, es ist keine, keine Revolution. Es ist jetzt kein unfairer Kampf dagegen. Es, ist, es gibt kein Gebäsche, auch wenn hier einige Leute ziemlich dumm aussehen gelassen werden. <laughs> aber das ist auch okay. Das bringt halt Freude. Mhm. Ja, und natürlich jeder hat auch in sich so ein gewisses, also gut und böse kann ja jeder irgendwie auch schon ausmachen, mhm. finde ich. Ne? Also so einen moralischen Kompass hat ja jeder irgendwie, die meisten zumindest, sage ich jetzt mal. Mhm. Und so ein gewisses Gefühl für Gerechtigkeit ja. und das Kommt hier in dem Film auch wirklich gut rüber. Und dann, da, manchmal geht er wirklich in, in Richtung, da denkt man so, oh nein, das darf er ja nicht wahr sein. Mhm. Und dann kommt er aber nochmal mit einem Kniff um die Ecke. Und das finde ich ganz gut, weil gerade so mit diesem Strohmann-Argument, was ich wirklich sehr passend auch für diese heutige Zeit finde, das kam sehr überraschend. Ja. Habe ich nicht mitgerechnet. Ja. Sehr ausgewogen bedient halt mhm. nicht nur den Humor, der hier wirklich cool von den Damen hauptsächlich rübergebracht wird, hat halt darüber hinaus noch viel zu bieten, inhaltlich vor allem. Und so ist das eine absolute Empfehlung. Und ich als Synchronverfechter würde aber in diesem Fall natürlich auch empfehlen, den Film im Originalton zu schauen. Vor allem halt hier, weil besonders durch Olivia Coleman wir einen, eine Actress haben, die, die halt in, im Original halt einfach tausendmal geiler ist als in der Synchronfassung. Um, und da ist natürlich auch bei Comedy ist es natürlich eh immer äh, empfohlen, das im Original zu gucken. Sie kommt ja auch aus der Comedy, ne? Also Peep Show zum ja, Beispiel, ne? weil eine ja. sehr lustige Serie von der etliche Staffeln gab. Und äh, mir geht es auch nicht nur um die Beleidigungen, ne? dass man die vielleicht nicht gut übersetzen kann, aber allein schon ne? bei Jesse Buckley hört man, weiß man und hört man natürlich auch direkt, sie ist halt aus Irland. Ja. Das ist auch schon mal so ein Ding, ne? so, was da auch für so ein bisschen Reibereien sorgt. Und ja, es ist einfach äh, so cool. Und vor allem wie Olivia Colman halt Sachen betont und wie such such foul language. <laughs> on a Wednesday, indoors, oder so indoors, on a Wednesday. <laughs> Wie sie auch immer so total erschüttert ist, wenn dann diese Wörter gesagt werden und so. Sie hält das ja gar nicht aus. Sie kann diese Sachen ja auch kaum wiederholen. Hm. Ne, diese ganz ganz bösen Wörter ja ach wirklich nette kleine äh, britische Komödie die den Mehrwert hat dass sie eben auf jeden Fall noch eine inhaltliche Ebene bedient oder genau. mehrere sogar und ja einfach äh, ja schön gefällt mir Gut, ja. ich bin sehr zufrieden ja und damit ist es auch die zweite sehr erfolgreiche Kollaboration zwischen Oliver Coleman und Jesse Buckley weil die auch zusammen in Frau im Dunkeln schon überzeugen konnten aber du erzählst uns jetzt noch ein bisschen mehr über das Weibchenverhalten oder über die Weibchen ja ich kann zum Beispiel leider nicht über die Regisseurin von Wicked Little Letters sagen, Thea Sherrock, haben wir gar nicht erwähnt, weil ich die anderen Filme von ihr überhaupt nicht kenne. Aber sie scheint fähig zu sein. Also, ich fand die Bilder auch schön, muss sagen. Ja, auf jeden Fall. Und schöne Bilder gibt es auch in dem Film Die Weibchen. Mhm. Den habe ich mir angeguckt. Internationaler Titel The Females. Okay, das ist interessant übersetzt. Ja, ne? Mhm. Aus dem Jahr 1970. Eine Art psychedelische Horrorkomödie. Würde ich mal sagen. Das ist ein deutscher Film. Es ist eine italienische Produktion, hauptsächlich mit deutschen Schauspielern in Deutsch nachvertont und von einem tschechischen Regisseur. Ja, aber dann ist ja der, der Originaltil ist dann tatsächlich die Weibchen und nicht Females. Ja, okay. habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, der nein, 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 Titel. ich hatte das so verstanden. Also ich hätte das so interpretiert, weil. Ja, nee, wir waren nicht klar, dass es ein deutscher Titel ist. Dann äh, nehme ich alles zurück. Ich müsste mal nachgucken, wie man das hier ausspricht. Den Namen von dem Regisseur? Ja, den Namen des Regisseurs. Ja. Zbigniew Brinich, würde ich jetzt mal sagen, laut Internetrecherche, mhm. heißt, oder hieß der Regisseur, Zbigniew Brinich, ein tschechischer Regisseur, der diesen Film in Szene gesetzt hat, den Bildstörungen rausgebracht hat. Ja. Eine Bildstörung-Veröffentlichung, auf die ich es schon länger abgesehen habe, weil unter anderem eine ganz junge Uschi Glas mit am Start ist. Ui, die Uschi. Ja, damals auch eine relativ attraktive Uschi, würde ich mal sagen. Mhm. Weiß man ja nicht, wenn man die heutzutage sieht. Ne? Dass sie mal hübsch war, meinst du? Ja, die ist ja auch schon 80. Alter Schwede. Herzlichen Glückwunsch. Und die spielt hier die Hauptrolle und zwar die Efe. Und der Efe geht's nicht so gut. Deswegen. Wird die vom Arzt in Kur geschickt. Mhm. Und zwar nach Bad mhm. Und in Bad und in der ganzen, in diesem ganzen Ort, in dem ganzen Kurort, sehr viele Weibchen unterwegs. Sind <laughs> einfach sehr, sehr viele Frauen am Start. Like und sie kommt dann da in diese ja, Kurklinik. Und da sind auch äh, nur Frauen. Und irgendwie ist das da auch so ein bisschen merkwürdig, was so die Stimmung äh, angeht. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich sagen soll, weil der Film auch schon mit einem, mit dem Gimmick wirbt eigentlich. Das heißt Wäre. Ja, da, da kommen schon auch mal Männer hin. Mhm. Also abgesehen vom äh, es gibt in dem Dorf noch den Polizeikommissar und es gibt in der Kurklinik gibt es noch den Gärtner. Also die Männer sind hier auch super <lacht> schön, <lacht> sag ich mal, getroffen. Ja, ja, also der Gärtner ist halt so ganz so schmierig, behaart, hässlich, hat so schön. richtige Krallen als Finger und so, ne, so total übertrieben. Das ist ein sehr überzeichneter Film. Die Bettermännchen Genau. Und der, der Polizeikommissar, der ist auch so ein bisschen komisch, ein bisschen doof. Mhm. Aber wie gesagt, wir sind hier 1970. Ne? Das ist hier gerade noch so Flower Power, Emanzipation, alles noch so ein bisschen. Der Film ist nicht subtil, das möchte ich sagen. Es <laughs> äh? ist halt, wie gesagt, ein sehr psychedelischer äh, Film und der absolut die, die Zeit gut widerspiegelt. Also, wir haben noch, genau, wir haben noch so ein paar andere äh, Leute, die sind halt sehr unangenehm. Äh, unter anderem den Tommy, der dargestellt wird von Giorgio Ardisson. Mhm. Den kennen wir unter anderem aus Vampire gegen Herakles. Ah, mach. Barra. Genau. Oder hier wurde er noch mitgespielt, kennen wir auch. Habe ich vergessen. <laughs> Egal, wenn, wenn man das Gesicht sieht, wisst ihr auf jeden Fall. Bescheid. Der hat in einem Feder Federico Fellini-Film auch mitgespielt. Julia und die Geister, genau. Ja, und in einer dieser 100.000 Django-Derivate. Genau. Ich keine original jungle Richtig. Ja, die Männer, die werden da manchmal hingeholt, damit äh, die Frauen sich vergnügen können. Genau, so ist es. Sex, Tanzen, vielleicht auch das. Ein Bordell. Nee, das nicht. Das okay. nicht, das nicht. Good. Die Männer haben hier einen Zweck und zwar irgendwann haben die Frauen ja auch Hunger und die möchten ja auch was essen. Aha, das sind Vampire? Nein. Kannibalen? Ja. Also gerade Ja gesagt? Ja. Ach krass, okay. Ja, ich habe Ja gesagt. <lacht> <Okay>. <lacht> der Film wird halt auch manchmal als der einzige Kannibalenfilm mit Uschi-Glas. <laughs> beworben. Deswegen Ach, wusste ich jetzt nicht, inwieweit das wirklich ein Spoiler ist. Äh. Ja, weiß ich auch nicht. Ich kenne den Film nicht. Aber ist das denn so wichtig? Es wird jetzt hier im wahrsten Sinne des Wortes nicht so ausgeschlachtet. Ja, Also, der äh. ist jetzt nicht super äh, explizit, der Film. Ja, es ist kein äh. splatter -Film. Es ist kein Cannibal Holocaust. Nein, man sieht mal ein bisschen Blut, man sieht vielleicht auch mal einen abgetrennten Arm oder so. ne Aber generell ist das schon harmlos und es geht schon generell eher um die Emanzipation. Es gibt da wirklich auch eine Szene, da, da geht es dann darum, die äh, Wüstenhalter zu verbrennen. Okay. Dann ziehen sich alle aus und sind alle oben ohne zu sehen. Nicht, dass mich das stören würde. Ne? Not that there's anything wrong with. <laughs> und ja, es ist halt, wie gesagt, so ein, ein Film, der, obwohl er 1970 erst gedreht wurde und rauskam, einfach die 70er Jahre. Komplett verkörpert und mhm. deswegen hat mir dieser Film auch ziemlich gut gefallen. Ich finde den cool. Der ist cool gemacht. Der hat auch so, wie soll man sagen, teilweise so Fischaugen-Optik. Dann gibt es da manchmal so mehrere Schnitte so hintereinander. Das passiert ein paar Mal, wenn dieser ganze Kurort gezeigt wird. Also mit ähnlichen Bildern. Da hat er eine coole Ausleuchtung. Er sieht teilweise wirklich aus wie so ein Mario Baba Film. Ja, oder, oder mhm. Argento. Nicht immer, aber manchmal halt. Und Uschi Glas ist halt irgendwie cool. Und sie will dann natürlich irgendwann weg aus diesem Ort, weil ihr das alles zu verrückt ist. Aber mhm. das ist nicht so einfach. Mhm. Ne? Also weil sie hat sie hat erstmal diesen Mord zu beklagen von einem so einem Typen. Aber der Kommissar sagt, ja, ich habe hier sechs Morde pro Tag. Ne? So, und dann mhm. meinen sie, ihr Mord ist jetzt hier wichtig oder was. Es, es, es gibt so ganz weirde Dialoge, die auch so total merkwürdig vorgetragen sind. Sagt bloß, hier ist jemand umgebracht worden. Da darf ich nur nur höflich fragen, wer, wie, wann, wo, warum. Ich bin gespannt wie ein Flitzbogen. Mhm. Und ich finde das halt sehr lustig. Und der Film ist auch überhaupt nicht ernst gemeint. Mhm. Das, das merkt man auch. Es gibt so eine Szene in der Bücherei. Wie gesagt, der Film ist alles andere als subtil. Es wird halt immer auch mit der Mantis, heißt auf Deutsch, Gottesanbeterin. Gottesanbeterin. Und es wird immer wieder auf die Gottesanbeterin angespielt. Und was sie denn nach dem Sexualakt mit dem männlichen Pendant dann macht, ja, also mhm. das Kopf, ist halt in die Fresse. Und die Uschi, also die Ewe, ersucht sich dann oder möchte dann Bücher ausleihen in der Bibliothek, um sich da ein bisschen über Insekten zu informieren und <laughs> guckt sie da durch so ein ganz schmalen, schmales Bücherregal und dann guckt ihr dann irgendwie die Bibliothekarin auf der anderen Seite dann auch so voll entgegen und sagt dann so, ja, was suchen sie denn? Und mhm. äh, ja, ja, ich möchte mich über Insekten informieren. So, ja, was denn für Insekten? Und so, ne? Dann stellt das so komisch an, irgendwie, ja, äh, meinen sie äh, Hautflügler? Äh, genau, es geht irgendwann darum, Insekten mit Flügeln. Ja, meinen sie Hautflügler? Meinen sie, weiß ich nicht, Fräsenflügler? Oder irgendwie sagt so ganz komische Sachen und betont das halt so super merkwürdig. Mhm. Es ist einfach Lustig. Klar, die, die italienischen Schauspieler und Schauspielerinnen und die französischen und so, die werden alle nachsynchronisiert. Ein Film, der absolut die 70er Jahre atmet. Ich finde das cool. Top-Edition von Bildstörung. Es gibt eine Disk mit Bonusmaterial, da kam ich noch nicht zu, mir das anzugucken. Da ist aber die Urfassung drauf, die ist ein bisschen länger. Okay. Das ist damals, glaube ich, der FSK aufgestoßen. Die Urfassung wäre dann ab 18 gewesen oder so. Mhm. Die hier ist jetzt ab 16. Ich weiß jetzt nicht, was da wirklich noch alles drin ist, aber der Film funktioniert auch so. Geht da, glaube ich, auch unter 80 Minuten. Und äh, mit Booklet, mit allen möglichen Infos drin und so. Da geht es nämlich auch um diese Urfassung, die sogenannte und so weiter und so fort. Also kann ich nur empfehlen, wer auf Weirde-Filme steht. <laughs> Dem werden wahrscheinlich auch die Weibchen gefallen, also wer, wer sich da nicht abschrecken lässt von ein bisschen Emanzipation und ein bisschen Frauenpower und Feminismus, der hier natürlich schon anders als jetzt bei Wicked Little Sisters äh, ja. Letters ja. ich, kommt hier schon mit dem Vorschlaghammer, ne? Ist aber auch der Zeit geschuldet, ja. also aus der der Film stammt und in der er spielt und deswegen passt das. Cool, also Passt dann auf jeden Fall auch in gewisser Form in die Bildstörung-Edition. Absolut. Das ist doch schön. Ja, ich habe nichts Gestörtes. Das Standard. Ich habe was, ja, gewöhnlich bis nett, interessant, aber mhm. cool besetzt auf jeden Fall. All das, was du gerade sagst, sind genau die Vibes, die ich bekommen habe vom Trailer und deswegen habe ich mir den irgendwie noch nicht gegeben. Aber irgendwie dann doch charmant. Ne? Also ist auf jeden Fall ein Film, der sich dann wahrscheinlich mit großen Tarantino und ihr wär's der Brite. Was? Ob ich jetzt? Äh, Komme ich jetzt gar nicht drauf. Äh, messen möchte, weil Dialog ist hier schon so mit das Guy Ritchie, das, du? Guy Ritchie genau, danke. Ist so mit das, das, das Wichtigste. Auf dem Niveau ist er nicht, aber mit Größen wie Uma Thurman und vor allem halt Samuel Ed Jackson kann er in gewisser Form überzeugen. Die Rede ist hier von The Kill Room der aktuell noch in den Lichtspielhäusern läuft. Also ein paar Kinos werden ihn mit Sicherheit rausgenommen haben, weil der jetzt nicht so erfolgreich war ähm, oder ist und der erzählt auch keine besonders ausgeklügelte Geschichte. Letztlich geht es um eine Galeristin, die von Uma Thurman gespielt wird, die relativ Erfolglos ist, dann hat sie natürlich die ein oder andere erfolgreiche, ich sag jetzt mal bekannte Freundin, auf die sie neidisch ist und kommt dann eines Tages mit. Gangstern, sage ich mal, in Kontakt und sieht da die Möglichkeit, im, im Galeristenleben aufzusteigen und ihren Namen wieder so ein bisschen rauszutragen. Allerdings dadurch, dass sie halt dann illegale Geschäfte irgendwie mitmacht, weil sie quasi ihre Galerie zu einer Geldwäsche umfunktioniert. Oha. Oha. Gangster, Gangster. Genau. Das Lustige ist, der Samuel L. Jackson spielt hier einen jüdischen Bäcker, der das Ganze hier initiiert. Und der Joe Manganiello, sagt ihr das was? Manganiello, ja klar. How I Met Your Mother oder auch der, der wäre der, der Deathstroke gewesen im ah, Dings, in Justice. DCEU. Die Justice League, ne? Ja, ja, den kenne ich. Der hat auch mal die Hauptrolle in so einem komischen Film gespielt, den wir mal besprochen haben. Da habe ich ja für den Namen vergessen. Den wir beide besprochen haben? Ja, da spielt ja so eine Art Superheld oder das ist nicht klar, ob der Superheld ist. Okay. Ja, wie heißt der denn? Magic Mike war es nicht. Nein. Arch Enemy. Ah! Okay, der war ja auch nicht so Nö. cool. Er ist, er ist eher so der Mann für die Nebenrollen und ist aber der Mann von Sofia Vergara. Ah, okay. Der Ehemann. Hat auf jeden Fall Geschmack, also der mhm. der Herr hat Geschmack. In der Tat. Er ist ja eigentlich die Hauptfigur, weil über ihn das Geschäft läuft, beziehungsweise er ist das Verbrechen. Ich weiß nicht, wie weit ich gehen kann. Also ich habe halt hier und da schon Sachen gelesen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was der Trailer einem verrät. Aber letztlich ist das Entscheidende, dass er einen Künstler jetzt äh, mimen muss, er rutscht da so ein bisschen rein, der wird dann letztlich The Backman. Genannt, weil er äh, Kunst mit Ta Taschen, mit, äh, ja, nicht mit, Ta mit Taschen, ja, mit Tüten eher. So mit, ich weiß jetzt nicht, blutigen Tüten, darf ich das sagen, ob das so viel verraten ist? Ähm, halt, Kunst. Ich weiß nicht, ich habe den Film nicht gesehen. Ja, wie gesagt, aber du hast den Trailer gesehen. Ja, das wird da schon gesagt, quasi. Was denn? Ja, ja, wie diese Kunst zustande kommt und dass sie dann mehr Blut besorgen müssen, quasi, oder mehr Leichen oder was auch immer. Ach so, okay, gut. Nee. Ja, okay, gut. Dann kann ich ja wahrscheinlich sagen, es ist so ein bisschen wie unseres die Kunst des Tötens umgedreht, denn das Töten wird jetzt hier zur Kunst. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Gimmick des Films. Er hat dann zwar am Schluss doch mal etwas, womit er dann versucht, sag ich mal, die Kunstwelt so ein bisschen zu entlarven, ne, was Doppelmoral etc. angeht. Ja, im Trailer ist das auch schon so von wegen, dann die Leute interpretieren da irgendwas rein, obwohl die Leute, die das, die, die... Gemälde herstellen, jetzt eigentlich sich nichts dabei denken. Also, es kam bei mir so nach ganz plumper, billiger Kunstkritik rüber und das ist halt auch so eine Sache, die, das finde ich sehr, sehr oberflächlich. Ja. Ist das in dem Film auch so? Ähnlich, ja. Ja, ah, okay. Weil das ist immer dieses von wegen, äh, das kann ja ein Affe malen oder es gibt ja so dieses, ne, von wegen, dass Affen oder Tiere auch schon mal Bilder gemalt haben Menschen haben da was reininterpretiert. Das ist scheißegal, wer das gemalt hat. Ne? Kunst steht für sich. Es ist halt, also so funktioniert ja Kunst nicht. Dass ein Künstler da hingeht und sagt, das und das und das denke ich mir ja, jetzt genau. dabei und die Leute müssen das genau erraten. Ja, ja. Wenn, wenn sie richtig liegen, haben sie gewonnen. So geht, so geht Kunst nicht. Das ist Quatsch. Ja ja, aber das ist ja auch nicht das, was in der Regel angeprangert wird, sondern es wird ja in der Regel der Kunstkäufer angeprangert. Ja ja, so dieses pathetische, dieses prätentiöse, was äh, einige so an den Tag legen. Ne? Ja auch, aber hier tatsächlich sogar noch mehr in der Richtung, dass es vielen Scheiß egal ist, was sie gerade kaufen. Hauptsache, es ist der Shit, der in ist. Genau, ja ja. Ja, das ist aber das ist häufig in der Kunst wirklich so. Ja, ja was halt das auch. Das stimmt sogar. Was man in Anführungsstrichen schon kritisieren kann. Gut, ich meine, letztlich muss jeder äh, selber entscheiden, was er mit seinem Geld macht. Ne? Ob ihm das wert ist, für ein Kunstwerk äh, Geld auszugeben, was er noch nicht mal kennt. Wie sie es dann aber letztlich hier, sage ich mal, auf die Palme treiben, wie sie es dann letztlich überzeichnet darstellen, das fand ich dann schon wieder nett, ist aber leider dann letztlich nur eine kurze Sequenz. Die ist dann zwar am Ende, weiß dann zumindest noch einmal kurz irgendwie ja wie so, wie, wie so ein Aufbäumen von Film, der sonst eher so so da daherschleicht, aber immerhin. Also besonders ausgeklügelt ist er nicht, besonders lustig ist er nicht. Samuel Jackson kann immer mal wieder mit ein paar coolen Sprüchen äh, um die Ecke kommen. Der der Joe ist für die Rolle eigentlich cool gecastet, weil er halt so einen absolut unscheinbaren Typ, der jetzt einen exzentrischen oder oder äh, extrovertierten äh, Künstler äh, mimen soll, ähm, ganz cool eigentlich besetzt, weil er auch relativ ja dümmlich und Blass rüberkommt und das sorgt für den einen oder anderen witzigen Moment, weil da halt dann auch verschiedene Welten aufeinander prallen, so, so dass man zumindest so ein bisschen unterhalten ist. Aber letztlich ist es halt auch wieder etwas so von der Stange, wenn da denn halt die letzte Szene quasi nicht wäre. Die Kritik, die jetzt hier drin formuliert ist, ist aber auch nichts Neues. Wir denken an den Jack Jillenhall, war das, meine ich, ne? Welchen? Ach, das ist diesen Horrorfilm. Ja, ja, genau, genau. Ja, ja. Netflix-Film war das, ne? Genau, genau. Aber der, den fanden wir ja, glaube ich, auch schon nicht so berauschend. Nee, der hätte geiler sein können. Das war quasi so ein Slasher in so einer genau. Kunst-Vernissage, Kunstausstellung. Okay. Genau. Die Kunst des Toten Mannes. Stimmt. Ist das das? Genau. Velvet Buzzsaw. Genau, so hieß der. Ah, ja, genau. Da haben sie auch wieder ganz toll äh, übersetzt. Äh, The Killroom haben sie nicht übersetzt, aber letztlich, was willst du denen übersetzen? Also das versteht jeder. Wer hat sich denn Juma Thurmans Tochter gemacht? Wen hat die gespielt? Hier steht, die hat die Grace gespielt. Maya Hawke ist die Tochter von Juma Thurman und Ethan Hawke. Unscheinbar, die hat eine ganz kleine Nebenrolle. Die spielt eine Künstlerin, die die Juma Thurman unter ihren Fittichen hat. Und die, die stellt so ein bisschen die Kunstwelt dar, beziehungsweise die Künstlerwelt dar, weil sie sich vorstellt, ähm, von einem Mann bedroht sieht, der aus dem Nichts her äh, nichts auftaucht, sich Künstler schimpft und auf einmal seine Werke, die halt aussehen wirklich, als hätten, hätte ein Kind die gemalt, ähm, halt zu horrenden Summen verkauft werden und es ist natürlich dann auch praktisch für sie, passt dann halt in ihr Weltbild, dass es gerade ein Mann ist. Okay. Ja, also fand ich jetzt nicht besonders auffällig ihrer Darbietung, aber wie gesagt, sie ist halt auch nur so eine Randnotiz, weil es wirklich eigentlich mehr so dieses Dreiergespann gibt, in der Interaktion dann halt mit beiden Seiten, den Künstlern und den Kunstliebhabern. Hast du dich denn über Live Morgan gefreut, als großer Wrestling-Fan? Die hat da mitgespielt? Die hat da mitgespielt. Boah, du kommst immer wieder mit Namen. Also Liv Morgan kenne ich. Ah, du? Aber ich weiß nicht, welche Rolle die gespielt hat. Die hat die Emma gespielt. <laughs> Steht hier zumindest. Ich habe diese Internet. Keine Ahnung, ich finde kein einziges Bild von der. Die ist mir nicht aufgefallen. Sorry. Dann ist sie unter dem Radar geblieben. Mach genau. Ja nicht. Also unscheinbar. Vielleicht habe ich auch kurz geschlafen. <laughs> kann schon mal passieren. Das äh, kann äh, auf jeden Fall schon mal passieren. Es ist kein Qualitätsmerkmal in der Regel bei mir, aber in dem Fall könnte es eins gewesen sein. Ich habe den auch nur geschaut, damit ich noch einen aktuellen Kinofilm mit habe. Wobei, Humor Thurman mittlerweile irgendwie gefällt mir das äh, immer mehr, was ich so von ihr sehe. Und Samuel Jackson ist immer eine Bank. Von daher habe ich mal einen Blick riskiert. Also geht so. Ja, habe ich jetzt nicht groß bereut, aber es ist jetzt auch äh, längst kein, kein großer Wurf. Okay, dann kommen wir zur. Biografie von Babylon Zoo, die heißt Spaceman. Hm. Kennst du noch? Spaceman. Always wanted you to go. Spaceman. Kommen wir bekannt vor. Ja, das war ein Lied, ich glaube sogar ein Hit. In den 90ern, wenn ich mich recht erinnere. Aha. Kann sein. Ich weiß es nicht. Ich, ich es bin nicht. musikalisch nicht so bewandert, wie du ja, ja weißt. Gut. Auf jeden Fall hat auch ein ja, Musiker diesen Film inszeniert: Spaceman. Oh. Das war der Johan Renk, schwedischer Musiker anscheinend, aber auch Regisseur, der hat für Netflix Spaceman abgeliefert. <laughs> ähm, in der Hauptrolle Adam Sandler <laughs> und in Nebenrollen Paul Dano, Carrie Mulligan. Kunal Naya ja, kennt man aus Big Bang Theory zum Beispiel. Carrie Mulligan aus Drive und so weiter. Ja, wobei man ja Paul Denno nicht sieht, ne? der spricht ja nur. Ja, aber ich finde, das Wesen hat gewisse Ähnlichkeiten. Also, wenn man weiß, dass er das ist. Ja, erkennt man an der Stimme, oder? Ist schon so ein bisschen nach ihm modelliert, könnte man sagen. Okay. Aber vielleicht ist das auch nur. Dein Eindruck. Ja, weil man halt weiß und das irgendwie damit assoziiert. Hm. Keine Ahnung. Es geht um den Jakub, das ist ein tschechischer Raumfahrer, genau. der jetzt auf so einer Mission ist. Es war schon was länger. Her, dass ich den Film gesehen habe. Der ist da irgendwo an, an den Arsch der Welt. Muss der äh, fliegen? Ans Rande des Universums. Quasi. Genau, an den Rand des Universums. Und dann muss er da irgendwas machen, irgendwelche Forschungen. You know, ja, muss gucken, ob, das, ob man da leben kann oder so. Kann das sein? Es kann sein. Ich habe da schon wieder vergessen, verdrängt. Weil ich, ich meine, das letzte. es <laughs> halt nicht. Genau. Das Entscheidende ist ja, dass er eine Spinne trifft. Ja, es ist quasi Nachfolger von Enemy von Denis Villeneuve. Genau. Ja, es ist halt so, der ist ja in dem Weltraum und der ist halt ganz alleine in seinem kleinen Raumschiffchen da und ähm, Einsamste sagt, Mensch der Welt, wie ein Mädel in einem Interview vor äh, ihm fragt. Genau. Und er muss angeblich die ganze Zeit arbeiten und was forschen, aber davon sehen wir gar nicht so viel. Eigentlich also dafür, dass er angeblich so viel zu tun hat, äh, ähm, macht er dann gar nicht so viel. Der führt eigentlich nur Selbstgespräche. Ja, das ist dann <laughs> nämlich so, dass ja, also irgendwie wird diese Mission gleichgesetzt mit äh, der Zukunft der Menschheit und mhm. er lässt seine Frau natürlich zu Hause und es, ist, es wird dann so nach und nach die schwierige Situation mit ihm, seiner Frau und der Tochter, ne? Äh, ja, genau. Quasi geschildert. Ja. Könnte man sagen. Und dann trifft er halt so ein Spinnenwesen. Mhm. Also halt so ein Alien. Irgendwie ja. sieht halt aus wie die große Spinne von Enemy am Ende halt. Fenster? Ja, so ein bisschen. Also es ist halt eine Spinne. Sieht aus, sieht aus wie eine große Spinne. Ja. Aber nicht ganz. Also das hat ja noch so ein paar andere Tentakeln irgendwie. Ja, die sieht, finde ich, ein bisschen merkwürdig sogar aus. Also so, ja. dass ich keine Angst vor der habe. Weil die von Enemy, da muss ich schon sagen, finde ich schon ein bisschen beängstigend. Das sagt einiges über dich aus, wenn man den Film richtig interpretiert. <laughs> ja, aber, aber damit spielt der Film ja hier auch. Das ist ja auch die einzige ja. Aussage, die hier getroffen wird. Äh, ja, dieses Wesen steht natürlich für was. Und dieses Wesen wird gesprochen von Paul Dano. Mhm. Wahrscheinlich auch gespielt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob der da. In einem grünen Anzug da die ganze Zeit neben dem, <laughs> dem Center <lacht> <lacht> neben geschwebt ist. Ja, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall reden die die ganze Zeit und es geht halt irgendwie darum, ja, was will man im Leben und ja, ja und seine Entscheidungen gegenüber seiner Frau und so. Und es ist halt wirklich ein drisches, dröges oder sich ziehendes Drama. Das ist boring bis zum Ende. Es ist so läbsch. Wir haben eine geguckt, weil meine Frau sehr auf so Raumschiff oder Weltraumsachen steht. Und da war ja hey, Spaceman. Klar, ich meine, gut, Adam Sandler jetzt nicht immer ein Garant. Ne? Also Anka Gems war natürlich cool. Ja, okay. Der Basketball-Film war in Ordnung. Mhm. Das meiste andere ist halt, Rain Over Me war noch cool, aber ansonsten wird es ganz, ganz dünn. Ja. Und das hier ist so pseudo-philosophisch, ja. so pseudo-intellektuell. Und hässlich. Also, es ist cool gemacht, wie der da rumschwebt in, seinem, in seiner Raumkapsel. Mhm. Das ist so technisch ganz gut. Ja. Finde ich das kannst du ja nicht einfach so mal machen. Und ja, für, für 40 Millionen Dollar Budget, ja, okay. 40 Millionen? Ja, ist doch alles nur, die, die da haben fast alles nur Animatoren äh, hier, ähm, Special-Effects-Leute bekommen wahrscheinlich. Okay, weil ich hätte ansonsten gedacht so, von wem kriegt der so viel Geld? Weil der Rest der Figuren, Carrie Mulligan, wir haben Isabella Rossellini hier noch als äh, Diktatorin. Nee, aber Ach die ja, ist stimmt, ja Präsidentin oder so. Ja, Hat ja. auf jeden Fall eine wichtige Funktion. Aber die siehst du ja alle so selten. Du hast eigentlich nur Adam Sandler, den du die ganze Zeit lauschen musst, und Paul Dano, den du noch nicht mal siehst. Ja, ja deswegen ist der Film auch gar nicht so gut. Der ist scheiße. Ich <laughs> habe den gehasst. Ich finde ihn sogar wirklich hässlich. Ähm, den Adam Sandler? Der, der, nee, also Menschen beleidige ich jetzt hier nicht. Ne? Angefangen bei der Spinne die ich eher so komiker finde so so aus der Titanic keine Ahnung ja, die hat ja zwei große Augen und so ne ja, die hat eben, mehrere ist halt Augen ja aber so zwei große die ja. die ihn so immer angucken deswegen sieht die halt nicht so richtig spinnenmäßig aus und hat noch so andere Gliedmaßen also es ist halt ist ja, ist ja auch keine Spinne in dem Sinne ne? ich weiß es ist irgendwie ganz merkwürdig ja ich finde auch die Weltraumaufnahmen irgendwie Nichts cool. Nö, nee, das ist nichts Besonderes. Ja. Ich finde halt nur, also wie gesagt, dass der, der Effekt, wie er da rumschwebt in, in der Raumkapsel, das ist ja nicht so einfach zu machen. Ja. Das ist, ist ordentlich. <laughs> wie gesagt, von den 40 Millionen Dollar Budget, also wahrscheinlich das meiste hat Adam Sandler eingestrichen, der Rest halt dann Special Effects Team. Ja. ja, das war ein Griff ins Klo, muss ich ja, sagen. Ja, definitiv. Weil der hauptsächlich langweilig ist. Also das, was der uns erzählen will, da brauchst du keine fast zwei Stunden für. Richtig. Ja, und das kannst du auch irgendwie in, in geiler Erzählen und es ist halt wirklich, also die ganze Zeit da Adam Sandler bedröppelt reinschauen zu sehen und wie er da quasi mit sich hadert und einfach nur um dann irgendwann mal so eine Entscheidung zu treffen, äh. da ich mir so nee, come on. Also, das ist irgendwie, ich weiß, was der Film machen wollte, aber so macht man das nicht Nö, okay, ganz und weiter. gar nicht. Next, ja, wirklich next, weil ich finde, <laughs> ja. diesen Film lohnt es sich nicht zu sprechen. Ja, haben wir da ja hiermit getan. Ja, wenn du die Spinnenthematik äh, nimmst, dann guck dir, da soll sich jeder MNN. -in. Enemy anschauen. Da ist das halt auf clevere und vor allem interessante Weise geschildert. Ja. Dann gehen wir mal nach Asien. Mhm. The Divine Fury. So schimpft sich dieser Film. Ein Film, den ich im Mediabook vor kurzem im Saturn gekauft habe. Wir werden nicht gesponsert übrigens. Ne? Unbezahlte Werbung. Nö, nee, das war aber, wir hatten das im Kontext, wir hatten noch irgendwas geholt da. Auf jeden Fall, da gab es ein paar schöne Angebote und da habe ich das Media Book. What happened to Monday? Haben wir Stimmt, auch. genau. Aber Divine Fury habe ich nicht geholt, weil ich den schon besitze und ich ihn damals gesehen habe. Okay, gut. Ja, ich habe ihn damals nicht gesehen, sonst hätte ich ihn mir wahrscheinlich auch nicht gekauft. <laughs> also, man hört jetzt leider schon wieder, dass ich jetzt nicht so wirklich begeistert bin. Es ist ein Film, der auch ein bisschen ich mein, damit. Das ist Rumgemecker. Müssen die Kritiker immer. Mach doch mal selber einen Film. Wenn man diese Rumgemecker an den Filmen, was soll denn das? Kannst du das ja selbst nicht besser. Es reicht ja vor allem eigentlich, dass du die ganze Zeit meckerst. Ne? Was mache ich denn jetzt hier noch mit? Zumindest war es vorher ein bisschen ausgeglichen. Aber heute ist Pöbelpeter am Start jetzt nicht in Gänze, aber ich finde, wenn man versucht zwei Genres irgendwie miteinander zu verbinden und das ist in dem Fall schon so in gewisser Form das Horrorgenre mit ich sage jetzt mal MMA Action, dann erwarte ich nach diesem Film gar nichts mehr. <laughs> Weil der Film irgendwie mir gezeigt hat, das ist vielleicht auch einfach was, was sich nicht unbedingt verbinden lässt. Weiß ich. Hast du jetzt so ad hoc irgendwas? Horror und Action? Nee, Horror und MMA-Action. Horror und MMA-Action. Dead Heat wäre natürlich, ne? Horror und Action. Ja, okay, gut. Aber moderner Natur. Also, ne, der ist ja 80er, finde ich auch. Aber da ist, hast du ja auch Komödie drin. Das ist ja nicht nur rein Horror-Action. Nee. Ich weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Nee, spontan filmmäßig. Ja. Äh, hilft mir jetzt ja nur in meiner Argumentation. Ja, und ansonsten auch relativ äh, dünn bleibt und sehr generisch ist. Also zunächst einmal, wir verfolgen den Yong-Hu. Der hat seinen Vater und auch letztlich seine Mutter verloren. Ist also so ein bisschen so die Batman-Origin-Geschichte, die hier erzählt wird. Nee, ist Quatsch, weil die äh, sterben beide mehr oder weniger eines natürlichen Todes. Also ist jetzt nicht so, dass sie getötet werden, aber der Vater stirbt bei einem Unfall und die Mutter stirbt tatsächlich bei seiner Geburt. Und das heißt... Das hinterlässt schon mal dicke Narben. So, der Vater ist allerdings ein ziemlich gläubiger Motherfucker. Ne? Also, der ist auch noch Christ. Das ist ein Süd. Koreanischer Film. Ich habe jetzt ehrlich gesagt vergessen zu gucken. Ich weiß gar nicht, was Südkoreaner im Allgemeinen, also was da die, die Nationalreligion äh, ist. Also 45, Moment, Umfrage. Das ist von 1995. Oh, ein bisschen <laughs> Habe ich hier eine Umfrage <laughs> 45,6 Prozent Buddhisten, danach Protestanten mit 38,7 ja. ja. und Katholiken 13,1 Okay, ja, Buddhisten hätte ich tatsächlich auch in der Mehrheit gesehen. Ich denke mal, das wird immer noch so sein, aber wir haben auf jeden Fall hier eine christliche Geschichte, die erzählt wird. Aber eine offiz offiziellen Daten zufolge gehören etwa 50% der Koreaner keiner Religion an. Das macht sie ja noch sympathischer. Etwa 15% bekennen sich zum Buddhismus und etwa 30% zum Christentum. Sehe ah, ich hier jetzt. dann sind es jetzt ja doch mehr Christen. Ah. Weiß nicht, ob das so klug ist, aber gut. 50%. Ja, ob Religion generell klug ist, sagen wir dahingestellt. Ja. Aber der, der, der christliche Glauben, beziehungsweise ne, alles, was damit zusammenhängt, so die Jesus-Origin-Story, sag ich jetzt mal, ja. das ist hier alles mit drin. Und so erfahren wir halt auch relativ schnell, dass er Fähigkeiten, sage ich mal, hat. Er kriegt Jesus Stigmata in seinen Handinnenflächen, mit denen er das Böse dann bekämpfen kann. Und die werden dann auch noch mit ganz geilen CGI-Effekten, also mit geil jetzt ironisch gemeint, drapiert, sodass das Ganze dann in den Kämpfen gegen, weiß ich nicht, von Dämonenbesessenen irgendwie auch noch irgendwie möglichst stylisch aussieht. Was ich nicht so sehe, weil die CGI finde ich hier für ein Arsch ist. Also. Übertrieben gesprochen. Also es ist in letzter Zeit so, dass ich mich häufig über CGI aufrege. Aber ich tue das in der Regel eigentlich nur, wenn das CGI maßgeblich zur Handlung dazugehört. Aber was, was stört dich denn an CGI? Ich habe manchmal das Gefühl, dass sobald du merkst, dass es das Computer generiert ist, dass du dann schon sagst, es ist nicht gut. Aber nur weil man sieht, dass es das Computer generiert ist, heißt nicht unbedingt, dass es schlecht ist. Nee, aber das kannst du dich an den Film erinnern? Das CGI ist halt nicht gut. Ehrlich gesagt, das ist schon ein paar Jahre her, dass ich ihn gesehen habe. Ne? Ja. Ich fand den auch maximal mittelmäßig. Ja. Also irgendwie hat mir, ich glaube, die Optik gefallen. Also ich fand die Idee, glaube ich, gut. Aber mir ist das mit der Religion, glaube ich, später auch auf den Sack gegangen. Aber ich habe den wirklich nicht mehr so vor Augen. Ich glaube, ich wollte den gut finden. Okay. Aber äh, gut finde ich ihn nicht. Also ich wollte den natürlich auch gut finden. Ich habe dafür Geld ausgegeben in einem schicken Media-Book. Habe dazu dann tatsächlich noch einen zweiten Film gekriegt. Äh, aber ja, mal schauen, ob ich mir den überhaupt noch anschaue. Weil der zweite Film ist in der Regel ja dann meistens noch mal einen Ticken schlechter. Aber gut. Was mich letztlich gereizt hat, war halt diese MMA-Thematik auch. Die hatten wir jetzt in Monkey Man auch schon. Was für mich dann auch einen Modernen Touch, sag ich mal, hat. Ist das noch modern? Also, das ist ja jetzt auch schon, gibt es auch schon einige Jahre, hat sich doch schon etabliert, oder nicht? Es ist mittlerweile sogar schon fast wieder auf dem abfallenden Ast, aber ich verfolge das immer noch gerne. Ja, weil du sagst, das ist modern. Also, ich habe das ja überhaupt nicht bewertet. Ich meinte nur so, gilt das noch als modern, neu und so? LML ähm, Ist doch etabliert. Ja, okay. Ist ja. Ist Frage. Ja, ja, ist es auf jeden Fall. Das ist äh, durchaus etabliert. Aber ich mein, der Film ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. 2019, mhm. das ist fünf Jahre her. Das ist so auch die Zeit, in der die UFC vor allem halt auch wirklich dann ihre, ihren Höhepunkt fast schon erreicht hatte. Von daher finde ich passt das. Es ist natürlich dann auch letztlich, also er stellt sich hier dann letztlich mit anderen gegen das Übel dieser Welt, letztlich gegen irgendwelche von Dämonen besessenen Kriminellen. Und er setzt eigentlich nur das um, was sein Vater ihm. Nach nach seinem tod in einer vision gesagt hat nämlich beschütze die schwachen und nähre die hungrigen so alles was der christliche Glaube, also zumindest das, das Positive, ne, was du vom christlichen Glauben her äh, mitgegeben kriegst, soll er halt umsetzen und das ist auch das, was wir umgesetzt sehen. Er kämpft dann die ganze Zeit mit dem Verlust halt seines Vaters vor allem, weil seine Mutter ja gar nicht mehr lebt. Ne. Das heißt, er kämpft mit den Albträumen. Das ist dann das was, das, was den Horroranteil ausmacht. Und die Action ist dann halt eigentlich nur dieser Kampf gegen die Dämonen, sag ich jetzt. Wir haben dann so Angriffe von Vögeln, die mir noch irgendwie nach dem Leben äh, trachten. Boah, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber... Der ist nicht besonders einfallsreich, dann auch wenn es darum geht, dass das mit seinen Fähigkeiten, das geht halt nicht darüber hinaus, über dieses, dass er mit seinem Blut da irgendwelche äh, Fähigkeiten hat, um sie dann halt im Kampf zu nutzen. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, was dann letztlich irgendwie so der, der Hauptgegner ist, äh, weil ich irgendwie nie so wirklich herauskristallisieren konnte, ob es jetzt einen Grund dafür gibt, dass er genau speziell diese Person oder diese von Dämon besessene Menschen, sage ich mal, verfolgt. Also ob es da einen größeren Kontext gibt oder ob das alles nur Mittel zum ist. Ist. ich habe halt nichts anderes gefunden deshalb sehe ich das als Mittel äh, zum Zweck und war daher so ein bisschen ermüdet äh, weil er sich da in der regel auch so ein bisschen an Genre Konventionen abarbeitet das ist genau das problem ne? dass ist irgendwie der film dreht nie auf. Yeah. Also, das war das ist der Eindruck, den ich noch hatte, so dass der nie mal wirklich die Regler voll aufdreht. Der da hier mit seinen, auf dem Cover ist ja auch so diese, diese Faust, die dann so mit diesen blauen genau. Flammen irgendwie yeah. ist und so. Die göttliche ne, das, äh, Faust. <lacht> <lacht> Faust. <laughs> genau. ähm, so, so der, der, der Mann, wer ist es denn? Der göttliche Ärger, der göttliche Zorn. Ne? Der göttliche Zorn, der dann da äh, sich entfacht und so. Und das kommt, das spielt der Film halt gar nicht so richtig aus. Ja. Das ist halt schade. Man wartet eigentlich da die ganze Zeit drauf. Ja, braucht der Film zu lange für. Ja, letztlich ist es halt auch so ein, ja, nicht Coming-of-Age, aber es ist halt so ein bisschen zu erkennen wer man ist und zu nutzen, was man für Potenzial hat. Aber das irgendwie in keinem stimmigen Szenario, keinem stimmigen, größeren Kontext, der mir, sich mir zumindest nicht erschlossen hat. Deshalb fand ich das leider irgendwie doch eher schwach. Und ich werde das Ding wahrscheinlich auch direkt wieder verkaufen, weil anschauen werde ich mir den nie wieder. der Das erscheint ja immer eine einer Reihe. Und das sind ja hier so The, uh, the Good, The Bad, nee, The Cop, The The... Mein Gott. The Gangster, the Cop, the Devil. Genau. Ähm, und solche Geschichten. Also immer mal wieder Ist aber packen. Auch The Sadness und so. Und alle Train to Busan und so. Ja, genau. Aber The Sadness habe ich ja beispielsweise be be komplett verpennt. Da kann ich da leider gar nichts zu sagen. Okay. Ähm, ne, aber da sind ja immer mal wieder ein paar coole Titel dabei. Und wenn ich dann halt so was für ein Fünfer da rumstehen sehe, dann sage ich halt nicht nein, sondern äh, nehme den mal mit und teste das mal auf Herz und Nieren. Und ähm, hier war es halt mehr so ein, so, ein, so ein Herzinfarkt am Schluss. Äh, nee, vielleicht ein bisschen äh, übertrieben formuliert. Aber das Christliche hat mich dann Natürlich dann auch ein bisschen gestört, auch wenn hier immer runter reduziert auf das, was man an Positiven in Religion finden kann. Ja, aber ansonsten war der schon ein bisschen enttäuschend. Ja, so bestätigst du damit meine Erinnerung an diesen Film. Ja. Da bin ich ja froh. Jetzt stellt sich natürlich die Frage. Also für uns ist es ja nie enttäuschend, einen Patreon-Pick zu ziehen. Es ist auf jeden Fall immer sehr spannend. Ich freue mich immer wieder darauf, jede Woche das neu auslosen zu können. Und freue mich dann auch immer wieder, wenn es irgendwie neue Sachen sind. Ne? Also was, was man noch nicht gesehen hat. Oder wenn es dann ein Rewatch ist, vielleicht sogar von einem coolen Film. Diese Woche hat es den guten Alessandro getroffen. Ja, oh, den kenne ich. Ja, da war nämlich auch das Lustige, der hat sich monatelang nichts gewünscht. Dann habe ich ihn erlaubt, auf einen Schlag ein paar Filme zu wünschen, sodass dann drei oder vier Filme auf einmal im Lostopf gelandet sind. Und das, das ist jetzt in den letzten, äh, letzten Monaten, glaube ich, passiert, sodass halt die Chance dann halt auch gestiegen ist, bei ihm natürlich prozentual dann mal wieder gezogen zu werden. Und so war das diese Woche. Und so bin ich froh, mhm. auf der einen Seite ein Film, gezogen zu haben von ihm, da wir ja seinen Filmgeschmack jetzt nicht unbedingt feiern, aber gerne mit ihm darüber diskutieren. Ja, also da gibt es schon einige Überschneidungen, ne, würde ich sagen, gerade was den italienischen Film angeht. Natürlich, genau. Das ist ja unsere große Überschneidung, der Giallo. Da haben wir ja auch schon den einen oder anderen gemeinsamen Podcast zu gemacht. Aber diesmal hat es keinen Giallo getroffen, sondern einen gewöhnlichen italienischen Krimi. Ich sehe das eher als so Psychodrama, Psychogramm. Horror. Ja, also ich habe Krimi gesagt, ne, ist Quatsch. Ja, ja Krimi würd ich ja, nicht ja. sagen. ne, würde ich eigentlich auch nicht sagen. Ich habe es gesagt, weiß ich wieso. Ich bin nervös. Es geht um Alessandros Film, weil da bin ich immer ein bisschen nervös. Ich schwitze auch schon leicht. Ma what the fuck, eh? ja. Der, der Film, den gibt's bei Netflix, ne, kann man sagen. Genau. Oki Kiusi heißt der. Das heißt so viel wie geschlossene Augen. Genau. Den findet man bei Netflix auch unter Eischat. Mhm. Das, der geht unten nur 84 Minuten. Wie findet man den bei Letterbox? <laughs> Lucy in the Sky heißt er da. <laughs> warum auch immer. Aber da muss man darauf achten, es gibt einen, der vor die, davor angezeigt werden würde, wenn man das eingibt. Das ist aber der darunter, der ist von 2018, zumindest laut Letterboxd. Ja, der Film, also laut Netflix ist der Film aus dem Jahr 2016, äh, laut Internet 2015 genau. und ja, laut Letterboxd 2018. Genau. <laughs> der muss 2015 rausgekommen sein, denn der Regisseur Giuseppe Petito, mhm. der ist 2015 gestorben. Genau. Habe ich gesehen hier bei dieser mhm. Google. Yeah. Und habe mich äh, gewundert. Er ist äh, 69 geboren, 1969 und 2015 schon gestorben. Das heißt, ist nicht so alt geworden. Yeah. Das ist sehr traurig. Der hat uns unter anderem diesen Film hinterlassen. Ich habe nichts anderes äh, von dem Mann gesehen. Mm -hmm. Also erstmal schon komisch mit diesen ganzen Jahreszahlen mm -hmm. und dann eben auch mit den Titeln. Yeah. Also OKQ, The Eyes Shut", Lucy in the Sky und hin und her. Und irgendwie ganz merkwürdig. Naja, aber so von der Optik, ich habe den so, also sag mal von dem, was eingeblendet wird bei Netflix, und dann habe ich so die ersten paar Minuten laufen lassen und hab gedacht, so, oh, das ist auf jeden Fall auch für meine Frau und so, mhm. das sieht nämlich schon so ein bisschen, ein bisschen aus wie Lamb zum Beispiel, ja das sieht aus wie so diese Psychogramme, ne, die man die man gerne guckt und so. Ja und auf jeden Fall europäisch. Ja und dieser Film spielt an irgendeiner deutsch-italienischen Grenze. Mhm. Kann das irgendwo in den Alpen sein? Ja, glaube ich schon. Ne? Ja wahrscheinlich. Ja äh, auf jeden Fall da in so einem Bergdorf und da ist so die die Mutter, das ist halt die erste Szene schon, die hat Baby an der Brust und irgendwann ist diese Brustwarze dann blutig. Hm. So fängt der Film schon an und man denkt sich so: oh, oh Gott, was ist da passiert? Weiß man nicht, was ist da passiert? Hat die das <lacht> blutig <lacht> genuckelt, die, die Brustwarze, oder nicht? Gebissen haben kann sie ja nicht, weil sie keine hm. Zähne hat. Hm. Oder vielleicht ist sie ein Monster und hat Zähne, hm. keine Ahnung. Hat sie ausgesaugt. Ja, auf jeden Fall ist das als Prolog ganz schnell abgehandelt. Hm. Und dann sehen wir, wie die Lucy dann schon sieben wird. Hm. Ja, sie feiert ja Geburtstag. Genau. Und ja, sagen wir mal so, Sie ist so ein Papakind. Ne? Die ja. ist eher so bei ihrem Vater, fühlt sich ähm, aufgehoben. Das ist, wird hier gespielt vom Michael Neuenschwander und der spricht mit ihr immer Deutsch. Genau, der ist ein Deutscher, deshalb passt das auch. Genau, der spielt den Roman und äh, die Antonia Liskova spielt die Nicole. Das ist äh, die Mutter. Mhm. Und die Mutter spricht mit ihr auf Italienisch, aber sie hat anscheinend nicht so einen Zugang zu der Lucy. Sie ja. hat irgendwie immer da so ein bisschen Probleme. Und irgendwann geht es auch um die Probleme zwischen Roman und Nicole. Mhm. Probleme, Probleme, Probleme. Genau. Das ist halt ein Drama. Ja. Yeah. Problem oder drama. drama, Psychodrama, was auch immer. Es gibt auf jeden Fall hier viel Drama, 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 Baby. Mhm. Und irgendwie irgendwann ist die Nicole so genervt und sie ist sowieso überfordert die ganze Zeit, dass sie dann der Tochter Lucy Bescheid gibt, Hier, der Papa, der verlässt uns. Mhm. Daraufhin ist die Lucy super sauer und ja, irgendwie geht es dann in dem Film später darum, wie diese Beziehung zwischen der Tochter und der Mutter läuft und der Vater taucht zwischendurch auch noch mal auf und ja, viel mehr sollte man jetzt nicht sagen. Wir können ja vielleicht gleich nochmal einen kleinen Spoiler-Teil machen. Okay. Für das Ende-Ende. Ja. Ja, und dann wird hier in sehr gering belichteten Bildern... Du meinst dunkel. <laughs> ja, in dunklen Bildern wird dann hier versucht, eine... Sp Spannende Geschichte zu erzählen. Es wird versucht, das stimmt. Und es bleibt bei dem Versuch auch. <laughs> Also muss man sagen, also ja. der Film hat mich leider enttäuscht, ja. weil ich mir da schon ein bisschen was mehr erhofft habe. So, weil die, also die Basis ist da. Ja. Ne, wir haben dieses Grunddrama, wir haben da ein interessantes Setting auch. Es ist mal nicht in Rom oder nicht in irgendeiner Hauptstadt, es ist mal nicht irgendwo, sondern wir haben, man hätte mehr draus machen können, aus diesen Gegensätzen mit äh, ne, den beiden Ländern und, und der Grenze und so weiter. Ja, das Problem ist, dass man irgendwie. Irgendwann sich denkt, ah, da ist doch bestimmt das und das. Und genau das trifft dann auch ein. Und der Film macht überhaupt gar keinen Hehl daraus. Und erzählt ja. das auch nicht irgendwie mit so ein paar Wendungen, sondern steuert einfach auf das, was zumindest viele sich, glaube ich, denken, während sie den Film sehen, einfach nur darauf zu. Und da passiert halt auch nicht so viel in dem Film. Das ist halt echt schade. Ja. Wie gesagt, er geht halt auch nur so 84 Minuten oder was. Aber er hat auch leider nicht so viel zu erzählen. Deswegen ist es gut, dass er nicht länger geht. Ja. Du musst mich korrigieren. Das ist Schweiz, nicht Deutschland. Das ist, äh, das ist der, ist der Einstieg. Schweizer. Der ist ein Schweizer. Ah, Das hört man aber gar nicht, wenn der Deutsch spricht mit der. Also zumindest ist es äh, Herstellungsland ist Schweiz. Also mit Schweiz. Ähm, und ich glaube, es ist auch die italienisch-Schweizer Grenze. Äh, ja, muss es dann sein. Entschuldigung, ich habe nur Deutsch gehört und für mich gibt es halt nur richtiges Deutsch nur in Deutschland. Das stimmt. Wir wollen ja nicht politisch werden, weil sonst riecht sich der Alma nach ihm wieder der und so. Wir sprechen doch das richtige Deutsch. Wir versuchen es zumindest. Achso, ja, ich Idiot. Gibt es überhaupt eine deutsch-italienische Grenze? Stimmt, gibt es gar nicht. <laughs> Habe ich auch nicht drüber nachgedacht. <laughs> gibt es doch gar nicht, oder? Nein, gibt es nicht. Frankreich, also, Österreich, Tschechien, nee, Tschechien auch nicht. Slowenien noch? Ah, ist das peinlich, ne? Deutschland ist äh, meilenweit entfernt. <laughs> ja gut, aber da haben wir halt gerade mal nicht aufgepasst. Deutschsprachige Grenze, das hätte man vielleicht ja sagen stimmt. Sollen. Tut uns leid. Wir schämen uns schon so ein bisschen. Eigentlich bin ich eigentlich bin ich besser, was äh, Geographie angeht. Besser als ich? Nee, besser als das, was ich eben gemacht <laughs> habe. Ist schon klar. Besser als du, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Müsste man mal rausfinden. Hauptstadt von Italien. Also müsste man nicht. <laughs> von Italien. Ähm, Pisa. <laughs> genau. Der schiefe Turm von das ist, machen die nicht weiter den Test in Pisa machen doch die diesen <laughs> Test, ob <auf> man <mein, lacht> genau. weiß, was die Hauptstadt von Italien ist. Das ist aber die Studie, ist kein Test. Okay, Hauptstadt von Kanada? Ähm, äh, warte, Scheiße, äh, nicht Cranberry. <lacht> <lacht> Nein. Nee, ist es Ottawa? Es ist Ottawa tatsächlich. Guck mal, stark. Ja, musst du kurz äh, überlegen. Ja, es macht den Film auch nicht besser, dass es halt in der Schweiz ist. <laughs> in diesem in Schweiz-italienischen Grenzgebiet. Das ist auch scheiße, ja. Genau. Was den Film für mich erstmal schwierig macht, ist wirklich die Optik. Also ich fand den wirklich als mega dunkel und der hat mir dann noch mehr oder noch weniger Action suggeriert, als es eh schon gab. Also erstens, wir haben wenig Dialoge. Wir haben wenig was passiert und dann auch noch das in Dunkelheit. Also. Es ist eigentlich nur hell, wenn wir den Schnee sehen. Das ist am Anfang und einmal am Ende. Und ansonsten ist es eigentlich nur dunkel, düster, weil wir uns eigentlich auch die ganze Zeit in dem Haus befinden. Das Mädel wird ja irgendwann auch mal für längere Zeit eingeschlossen. Aber wir sind eigentlich immer in den vier Wänden und da ist es halt einfach scheiße dunkel. Ich weiß ich. Die haben wahrscheinlich kein Licht oder so. Aber die Kamera ist dann auch immer voll nah dran, Gesicht da. Und was mir dann noch viel weniger Action suggeriert. Klar, man möchte irgendwie hier eine intime Studie, sage ich jetzt mal. Dieser Familie irgendwie darstellen, aber das kommt irgendwie nicht so ran. Was rüberkommt, ist, dass der Vater irgendwie eigentlich abstinent ist. Ne? Der hat ja auch anscheinend irgendwie was am Start. Also, er hat auf jeden Fall Eheprobleme mit seiner Frau. Sie hat Alkoholprobleme. Ähm, und das Mädel äh, ist halt irgendwo dazwischen. Ist halt irgendwie mehr beim Vater, aber auch ein bisschen unverständlich, weil er eigentlich selten da ist. Und jedes Mal, wenn er da ist, gibt es direkt Stress. Aber hauptsächlich sehen wir das aus der Perspektive von der Mutter. Und ich finde, dadurch alleine, dass sie halt Alkoholikerin ist äh, oder als solche gezeigt wird, ist sie halt schon mal eine unzuverlässige äh, Erzählerin. Ja, von vornherein weiß man, dass man eigentlich ihrer Wahrnehmung nicht wirklich trauen kann. Kann. Genau. Das ist ja das, was ich meinte. Ne? Es ja, läuft ja. dann auf etwas hinaus. Und genau. Ja. Ja. Und das ist halt schade, weil auch das. Haben wir schon schöner Gelöst gesehen. Ja, mehrfach. Genau. Und er ist sehr diffus in dem, was er erzählt, beziehungsweise ich habe am Schluss zwar schon im Grunde verstanden, was der Film einem auf der inhaltlichen Ebene erzählen möchte. Ja, ja, ist es ja auch nicht so kompliziert. Genau, aber trotzdem, das Drama, insgesamt, was drinsteckt, das sehe ich trotzdem nicht so ganz. du, ja, das ist auf allen Ebenen ist das zu wenig. Ja. Ich habe das auch bei Letterbox gelesen, dass Leute sich da irgendwie über die Dunkelheit beklagen. Ja das hat mich noch nicht mal so gestört. Ich fand das gar nicht so schlecht, so ja. wie gesagt so gering beleuchtet und schon teilweise atmosphärisch. Das ist für mich nicht der Knackpunkt des Films. Es ist halt dann eher die komplette Unglaubwürdigkeit der Ereignisse und dass das überhaupt unfokussiert ist und dass das überhaupt kein Hand und Fuß hat. Und dass es halt auch langweilig erzählt ja, ist. Ja, genau. Das ist halt mein, mein großes Problem. Also ja. wir können ja vielleicht mal einen kleinen Spoiler-Teil machen. Also wir mögen den Film nicht. Ja. Bevor wir uns verabschieden, gehen wir mal ganz kurz auf das Ende-Ende ein, weil das, das finde ich halt so an den Haaren Dabei ich habe es nicht recherchiert, ob sowas schon mal vorgekommen ist, aber ich halte das für höchst unwahrscheinlich. Also Spoiler ab hier. Hm? Es stellt sich natürlich heraus, dass die Tochter tot ist. Bitte! Schon längst die ganze Zeit, womit wir eigentlich die ganze Zeit schon rechnen. Ja. Das äh, rafft die Mutter dann irgendwann gegen Ende und ja. der Film versucht uns dann zu erzählen, dass die, also wir wissen auch nicht genau, wann das dann wirklich gespielt hat, aber ja. dass die Tochter, nachdem die Mutter ihr gesagt hat, der Vater wird die verlassen, die Familie, läuft die ja so pampig weg auf ihr ja. Zimmer und angeblich hat sie sich da erhangen. Ach so, stimmt, genau. Ja, ja. Eine Sieg Siebenjährige ja. begeht Selbstmord, ist ja. schon, finde ich krass. Ja, so Aber das, so. <laughs> ja, nee, generell schon mal, eine Siebenjährige begeht Selbstmord. Finde mhm. ich schon, weiß ich nicht, wie häufig das passiert ist. Ja. Aber dass sie sich dann auch noch hängt. Mhm. Also. Nein, zu keiner Sekunde kaufe ich dem Film das ab oder sonst einem, der mir das erzählt. Mhm. Also, ich will es nicht sehen, ne, aber das muss ich sehen, um, um, zu erfahren. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß, kann, vielleicht gibt's eine Geschichte, in der das tatsächlich mal passiert ist, aber irgendwie halte ich das für komplett abwegig. Mhm. Ja, und wie gesagt, ne, die Mutter dann mit ihren äh, Problemchen, und das finde ich ja noch teilweise ganz gut dargestellt, dass sie dann auch mal so, das ist äh, eine Szene, die ich cool finde, weil das in den wenigsten Filmen so porträtiert wird, dass sie dann auch so den Alkohol aus so Pralinen raussaugt. Mhm. Das ist mal ganz cool gemacht, ja. Äh, aber alles andere, nee glaube ich nicht. Ich habe ihr von Anfang an schon nicht geglaubt. Und ja. dann frage ich mich auch, so, was hat das denn mit diesem, also, also da kommt ja dann irgendwann, ich glaube, ist das die neue Frau oder ist das eine Psychologin, Psychiaterin, ich weiß, da kommt so eine andere Frau auch mal vor. Ja, ich glaube, das ist seine neue Frau. Die, die neue Frau des, des ja. Mannes. Ne? Und die sagt doch dann von wegen so, ja, sie war doch schon als Kind so komisch, so merkwürdig. Das ist ja das, okay. was der Prolog uns erzählen möchte, dass dieses ja. Kind so weird ist, weil irgendwie die, weil sie das blutig genuckelt hat oder was? Okay. Ja. Deswegen ist das Kind so merkwürdig und nur ja. weil ein bisschen merkwürdig ist, erhängt sich das dann selbst. Ist das ja. wirklich das, was der Film mir erzählen möchte? Sorry, glaube ich nicht. Finde ich selbst in der, in der Logik, weil, weil die, die, die Tochter wird ja auch nie als irgendwie total weird dargestellt. Mhm. Nur als Baby sehen wir das mit dem Bluten. Wissen wir auch, auch jetzt nicht, woran das liegt. Also an, an wem es liegt. Naja, ich meine, sie wird schon ein bisschen als morbide dargestellt, weil sie ja hey, das mit dem, mit dem mit dem Vogel... Ach so, stimmt. Ja, okay. Das ja, habe ich jetzt kurzzeitig vergessen. Ja, aber okay, das kann, das kann sein, das kann passieren. Ja. Also Gewalt gegen andere und gegen Egentüre, okay, ja. aber dass sie sich erhängt nach der Neuigkeit, nein, ja. einfach nein, das ist Blödsinn. Am geilsten fand ich oder finde ich tatsächlich die Zusammenfassung der Inhaltsangabe von Netflix, weil die schreiben, eine Mutter kämpft gegen die rätselhaften Kräfte, die ihre kleine Tochter bedrohen. Völliger Blödsinn, hat nichts damit zu tun. Ja, ich, ich verstehe das nicht, was sie da schreiben. Ich meine, wer schreibt sowas? Das kann ich auch nicht beantworten. Der, der zweite Satz ist dann wieder okay, doch die größte Gefahr ist womöglich die schreckliche Wahrheit, ähm, ne, weil die Wahrheitssuche in Anführungsstrichen ist ja das, was sie, oder vor allem die schreckliche Wahrheit, die sie sich ja dann am Schluss eingestehen muss, das ist ja schon das, worum es hier geht. Also die Erkenntnis äh, zu, die, zu der sie erlangt, dass ihre Tochter längst nicht mehr unter den Lebenden weilt ne? und das mit Schuldzugeständnissen etc. halt äh, ja. ne? dranhängend. Da hast du dann natürlich auch den, den psychologischen Teil, aber das ist für mich halt auch nicht ansatzweise irgendwie vernünftig hier filmerisch vor allem halt auch verarbeitet oder ausgearbeitet. Also Oki Kusi, sorry lieber Alessandro, ist nichts für uns, da hätte ich lieber die ganze Zeit die Augen geschlossen gehalten. Definitiv. Leider gar keine Empfehlung, mhm. aber wir empfehlen euch unsere Videos mal reinzuschauen, also nicht nur reinzuschauen, mal komplett zu gucken mhm. auf unserem YouTube Kanal, der, der heißt Filmfressen und das ist der Cinephil Podcast und nächste Woche geht's weiter mit dem Cinephil Podcast. Das könnt ihr mal abchecken. Ich verabschiede mich, bedanke mich bei allen, besonders bei den Patrons natürlich und bei dir, lieber Peter. Bis zum nächsten. Tschüss. Großen Dank auch in eine Richtung, großen Dank an unsere Zuhörerschaft und natürlich auch an unsere Patrons, die tatsächlich auch für den nächsten Beitrag gesorgt haben. Denn wir haben uns wieder einen wunderbaren Pick herausgezogen und haben dabei Tale of Two Sisters gezogen, den wir nächsten Sonntag für euch besprechen werden. Und das Lustige ist, dieser Film A Tale of Two Sisters macht eigentlich das, was. Ochi Chiusi möchte ihn richtig. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall, nicht nur in den nächsten CineField-Podcast einzuschalten, sondern natürlich auch unser nächstes Sonntagsvideo zu schauen. Und ich hoffe, in diesem Sinne, wie immer, einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zum nächsten Mal.